Frohe Weihnachten, liebe Zuhörerinnen und Zuschauer, liebe Gäste dieses digitalen Heiligabend-Gottesdienstes aus der Simon-Petrus-Kirche in Hamburg-Poppenbüttel. Ich freue mich, dass Sie sich zugeschaltet haben, dass ihr dabei seid und dass wir auch in diesen Zeiten gemeinsam die Weihnachtsbotschaft hören und sie so miteinander in die Welt tragen. Normalerweise würden wir jetzt am Heiligabend in den stark besuchten, um nicht zu sagen überfüllten Kirchen überall im Land dicht an dicht die Weihnachtsbotschaft hören. Alte Worte und Kinder und Jugendliche würden sie in einem kleinen szenischen Spiel in unsere Lebenswelt hineinbringen. Auch um die Frage zu beantworten, was bis heute die Essenz der Weihnachtsbotschaft, der Geburt Jesu Christi in dieser Welt ist und was es auch für uns bedeuten kann. Doch Krippenspiele oder Weihnachtsstücke sind derzeit nicht möglich. Abstand halten funktioniert nicht, wenn Maria und Josef, damals noch unverheiratet, auch heute nicht zum selben Hausstand gehören. Und die Hirten arbeiten zwar beruflich eng zusammen, aber auch sie übersteigen die Obergrenze von Personen, die sich derzeit miteinander in der Öffentlichkeit treffen dürfen. Und aufgrund der Reisebeschränkungen hätten auch die Sterndeuter aus dem Osten keine Chance, bis nach Bethlehem zu kommen. Beruflich bedingte Reisen mögen im Einzelfall vielleicht noch möglich sein, aber in den Hotspots Jerusalem und Bethlehem sind schon längst alle Bettenkapazitäten ausgeschöpft. Statt also nun einem Dialog von Kindern und Jugendlichen zu lauschen, lade ich zu einem inneren Dialog mit den Krippenfiguren ein. Nun also herzlich willkommen zu diesem ungewöhnlichen Weihnachtsgottesdienst, den wir miteinander im guten Namen Gottes feiern, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Sie hören die Weihnachtsgeschichte, wie sie aufgeschrieben steht im Lukasevangelium im 2. Kapitel. Und es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn kam zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel des Herrn sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Sie lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Himmels Lob geht.
Die Engel verließen die Hirten und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem und sehen uns die Geschichte an, die uns der Herr gerade erklärt hat. Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria prägte sich alle ihre Worte gut ein und dachte viel darüber nach. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie ihnen der Engel erzählt hatte. Die Sterndeuter aus dem Osten. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren, zu der Zeit, als Herodes König war. Sieh doch, es kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie: Wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm: In Bethlehem, in Judäa, denn so steht es im Buch des Propheten. Nachdem die Sternendeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Und sieh doch, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann öffneten sie die Kästen mit ihren Schätzen und gaben ihm Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Bis wir dort sind, Stern über Bethlehem.
Liebe Festgemeinde, gerade haben wir die biblische Weihnachtsgeschichte gehört. Zunächst den ersten Teil aus der vertrauten Botschaft des Lukas-Evangeliums in der Übersetzung nach Martin Luther. Dann kam die Fortsetzung, allerdings in der Übersetzung der Basisbibel. Und schließlich hörten wir auch einen Ausschnitt aus der Weihnachtsgeschichte, wie sie uns im Matthäus-Evangelium berichtet wird. Beide Evangelisten, sowohl Lukas als auch Matthäus, versuchen nach Jesu Tod und Auferstehung zurückzuschauen auf seine Anfänge. Sie wollten aller Welt die Verbindungen zeigen, die bereits in der Geburt Jesu zu den Verheißungen der Propheten Gottes zu finden sind. Schließlich ist der erwartete Retter, der Messias, der Christus, in der Person Jesu tatsächlich in die Welt und für die Welt gekommen. Und so haben Matthäus und Lukas uns die Geschehnisse der Weihnacht berichtet und nahegebracht. Doch nicht nur sie haben ihren eigenen Blick auf Jesu Geburt. Jede und jeder der Beteiligten hat eine eigene Sicht der Dinge und auch wir versuchen bis heute, unsere Gedanken über Gottes Kommen in diese Welt, in Jesus Christus, in Worte zu fassen. Gerade deshalb gab es nicht nur viele Mythen und Geschichten, die sich um diesen Anfang ranken, sondern auch die Tradition der Krippenlandschaften kann uns Menschen dabei helfen, dem damaligen Geschehen auf die Spur zu kommen, Jesus nahe zu kommen. Im Zentrum steht natürlich Maria. Über sie wird in der Bibel ja bereits vor Jesu Geburt ausführlich berichtet. Über ihre Unsicherheit und Herausforderung, als sie erfährt, dass sie ein Kind bekommen wird. Über ihren dringlichen Wunsch, sich mit der älteren, ebenfalls schwangeren Verwandten Elisabeth zu treffen und auszutauschen. Es wird berichtet über ihre Bereitschaft, sich auf das Kommende mit allen damit verbundenen Unsicherheiten und Ängsten einzulassen. Maria spricht ihr inneres und dennoch lautes Ja zum Leben. Und sie jubelt über ihre hoffnungsvolle Zuversicht, dass Gott der Barmherzige alle Ungerechtigkeit und Unfrieden aus dieser Welt vertreiben wird. Und nun ist sie Mutter. Als Krippenfigur ist Maria, so jung sie ist, schützend mit offenen Armen und liebendem Blick dargestellt. Sorgen und Unsicherheit sind gewichen. Stattdessen schaut sie aufmerksam und hoffnungsvoll und neugierig auf ihren Sohn. Und Maria behielt all die Worte der Hirten über ihren Sohn und bewegte sie in ihrem Herzen. Während wir also über Maria vergleichsweise viel wissen, ist es bei den anderen Figuren aus dieser Krippenszene deutlich anders. Von keinem von ihnen kennen wir den Namen. Sie gehen einfach scheinbar in der Gruppe unter. Dabei hat doch auch jede und jeder von ihnen ein eigenes Leben, eine eigene Geschichte, Gedanken, Sorgen und Freuden. Zum Beispiel dieser junge Hirte mit dem Lamm auf dem Arm. Auf mich wirkt er etwas skeptisch, zugleich aber auch optimistisch. Mit älteren Kollegen ist er unterwegs. Gemeinsam kümmern sie sich um ihre Schafe. Ich stelle mir vor, was ihn bewegt. Wie passen diese seltsamen, ungewöhnlichen Ereignisse von der Engelsbotschaft, die er gerade gehört hatte, in sein ganz normales, oft mühevolles, anstrengendes und oft auch ungesichertes Leben? Und noch weniger als über die Hirten wissen wir über die Menschen, die zusammen mit den weisen Sterndeutern
oder den heiligen drei Königen, wie sie auch genannt werden, aus dem Osten angereist sind. Wenn sie reich genug sind, um königliche Geschenke zu bringen, werden sie wohl kaum ohne hilfreiche Begleitung unterwegs gewesen sein. Ein ganzer Tross von Dienern und Dienerinnen kümmerte sich vermutlich um ihr Wohl, so wie diese ebenfalls namenlose Wasserträgerin. Das für alle Menschen lebensnotwendige Wasser kam damals schließlich nicht aus dem Wasserhahn, sondern musste aus einem Brunnen oder aus einer Quelle geholt werden. Und es war die Aufgabe der Frauen, das zu tun. Doch was hat so eine Wasserträgerin wohl beschäftigt? Wie war zum Beispiel ihr Verhältnis zu ihren Arbeitgebern? In ihrem Blick sehe ich eine Haltung, die sagt, das Leben ist eben, wie es ist. So, als habe sie sich mit den ihr auferlegten Pflichten längst abgefunden. Ob sie nah genug rankommen durfte an die Krippe? Ob sie Jesus überhaupt selbst zu sehen bekam? Die astronomischen Wissenschaftler haben verstanden, sie haben geforscht und Erkenntnisse gewonnen. Doch eine Wasserträgerin wie diese Frau geht einfach mit, weil sie muss. Weil es auch ihr das Überleben sichert. Doch plötzlich haben die Beobachtungen der Sterne am Nachthimmel Auswirkungen auf uns hier auf der Erde. Himmel und Erde begegnen sich, denn ein Kind ist geboren, mitten hinein in diese Welt. Es kann, aber es muss nicht jedes einzelne individuelle Leben verändern. Für Maria hat es ihr gesamtes Leben verändert, ganz und gar. Mit der Zärtlichkeit, die sie für ihr neugeborenes Kind empfindet. Mit dem Kind, geschenkt von Gott, hat ihr Leben plötzlich ein unerwartetes Ziel, eine Aufgabe, einen Sinn erhalten. Sie hat Verantwortung für dieses kleine Kind. Sie will eine bessere Welt für ihr Kind. Ihr Sohn wird gewiss eine bessere Zukunft bekommen. Sie jedenfalls wird tun, was sie kann. Und Jesus wird hineinwachsen in diese, ihre Hoffnung, in ihren Kampf für eine bessere Welt. Bereits im Magnificat-Gesang hatte Maria Worte für ihr Vertrauen auf Gott gefunden. Bis heute übernehmen Eltern die Verantwortung für die Welt, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Sie, ja, wir alle, bleiben dabei nicht ohne Fehler und Schwächen. Dieses Versprechen, das sie bei der Geburt ihrem Sohn, ihrer Tochter gegeben haben, verblasst im Laufe der Jahre. Doch an Weihnachten feiern wir jedes Jahr aufs Neue das gegenseitige Versprechen aneinander. Eltern für ihre Kinder und später Kinder für ihre Eltern. Das Versprechen, aus Liebe füreinander da zu sein und sich für ein gerechteres und friedlicheres Miteinander einzusetzen. Damit die Welt Stück für Stück mehr so wird, wie Gottes Engelsbotschaft an die Hirten bekannt gemacht hat. Friede auf Erden für die Menschen, die Gott liebt, wie ein guter Vater, und für die Traurigen unter uns, die Gott tröstet, wie eine Mutter tröstet. Gott steht in Beziehung mit uns, mit jedem und jeder Einzelnen, mit der jungen Mutter, mit dem neugierigen Hirten und der fleißigen Wasserträgerin. Gott, den wir als Vater oder Mutter ansprechen, ist uns zum Kind geworden für eine gemeinsam zu erringende, bessere Welt. Amen.
Wir wollen Fürbitte halten. Herr, es ist Weihnachten. Wir feiern die Geburt von Jesus. Aber dieses Jahr ist alles anders. Mütter, die in diesem Jahr während des Lockdowns ein Kind geboren haben, waren allein. Menschen, die schwer erkrankt waren oder gestorben sind und ohne ihre Angehörigen waren, sie waren auch allein. Dieses Jahr ist für uns alle ein besonderes Jahr unter den Corona-Einschränkungen und es lehrt uns Demut. Demut, dass auf einmal nichts mehr normal ist wie im letzten Jahr. Dieses Weihnachten wird viel stiller in den Häusern sein. Herr, hilf uns, dass wir diese Stille annehmen, bewahren und feiern können. Besinnen wir uns auf die kleine Familie im Stall, Mutter, Vater und das heilige Kind. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg und wir rufen zu dir. Es ist Weihnachten. Jeder von uns hat seine ganz eigene Sehnsucht und es ist nicht immer alles nur schön. An keinem anderen Tag im Jahr ist es einem so bewusst wie heute. Krankheit, Sorgen, Nöte, Ängste oder auch der Tod eines geliebten Menschen sind eine schwere Last. Herr, schenke allen Menschen, die eine schwere Last tragen, dein Licht der Hoffnung. Schenke allen helfenden Menschen Kraft, Mut und Gesundheit, damit sie unseren Kranken, Verzweifelten, Einsamen und auch den älteren Menschen weiterhin mit Liebe zur Seite stehen können. Wir sind in Gedanken bei all diesen Menschen. Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. Und wir rufen zu dir. Es ist Weihnachten. Die Menschen wünschen sich Frieden, zu Hause und auch auf Erden, dass kein Mensch hungern muss oder misshandelt wird, kein Krieg herrscht und dass es gerechter zugeht. In diesem Jahr haben viele auf der ganzen Welt und auch hier bei uns ihren Arbeitsplatz verloren oder er ist in Gefahr. Verunsicherung und Ängste über die Zukunft belasten derzeit sehr. Viele Menschen haben auch nicht mehr genug Geld, um sich regelmäßig Essen zu kaufen. An ein Weihnachtsgeschenk ist gar nicht mehr zu denken. Herr, lass uns mehr Solidarität zeigen. Öffne unsere Herzen, denn Gerechtigkeit, Frieden und ein gemeinsames Miteinander beginnt bei jedem von uns. Zu Hause, beim Nachbarn, in der Schule, am Arbeitsplatz und auf der ganzen Welt. Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus und wir rufen zu dir. Es ist Weihnachten und wir dürfen unsere Kirchen nicht öffnen für die Menschen, die so gern an Weihnachten in unsere Kirchen kommen möchten. Corona hat uns fest im Griff. Dieses Jahr ist die Zeit für ein anderes Weihnachten und so feiern wir auch unter anderen Bedingungen.
Lass einen jeden von uns ein wenig von diesem warmen Gefühl und der Stimme von Weihnachten mitnehmen und in unseren Herzen bewahren. Nicht nur bis zum 26. Dezember, sondern weit bis in das nächste Jahr hinein. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Und wir rufen zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne uns Gott und behüte uns. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns und aller Welt seinen Frieden. Amen. Thank you.